Roast Battle. Dumm, dümmer, dümmerer. Boah, ich hasse Maxi. Warum muss ich seine scheiß Garderobe aufräumen? Was ist das denn alles? Ein Hund? Jemand? Ja, sicher ist ja jemand, du Kackbratze. Was ist los? Krass. Bist du ein Flaschengeist? Nee, ich bin das verlorene Modern Talking-Mitglied. Natürlich, du guckst in eine Flasche. Natürlich bin ich ein Flaschengeist. Und jetzt kann ich mir was wünschen? Ja, wenn es sein muss. Dann wünsch mir eine Freundin. Oh, wow. Mit langen Beinen, schönen Haaren, vollen Lippen und einer sexy Stimme. Ja, ich hab's verstanden. War jetzt auch nicht so kompliziert. Also gut, dein Wunsch sei mir draufgeschissen hier. Hallo, mein Kleiner, ich werde dich jetzt mal ordentlich vernaschen. Komm her, du kleine Sexmaus. Ja, sorry, bin ich Gott? Ich bin Ghost. Let's roast. We got me ready for battle. Dankeschön, vielen Dank, dass ihr da seid. Dankeschön wieder fürs Einschalten. Roast Battle immer noch mit mir als Moderator, weil als Vorbestrafter findet man halt keinen Job. Natürlich haben wir wieder zwei Pärchen hier vorne, die sich gegenseitig hart beleidigen werden. Und Gott sei Dank mache ich das nicht alleine, denn ich habe definitiv nicht die Fachkompetenz allein, um das hier zu beurteilen. Ich habe eine hervorragende Jury wieder dabei, die ich euch gerne vorstellen möchte. Wenn sie ihr Handy mit Face ID sperren will, sagt ihr Handy Passwort zu schwach. Idel Beider! Und ihr Gefangener, alle frei! Ich kann das natürlich alles nicht mit meiner Jury alleine beurteilen. Wir brauchen hier vorne jemanden, der das Blutvergießen so ein bisschen unter Kontrolle hält. Einen großen Applaus für unseren Schiedsrichterin, ja. Nina Queer! Was für ein gut aussehendes, richtig rattenscharfes, junges und dynamisches Publikum heute Abend hier ist. Und ich will nicht respektlos sein, da hat sich Corona doch ausgezahlt, oder? Die Kranken und Schwachen sind alle weg, bleiben mehr gute Sitzplätze für euch. Ah nee, da oben sitzen ja noch drei. Hallo, Jury. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt kommen zwei Schweizer Damen, die uns mal zeigen werden, wo der Käse die Löcher hat. Sie ist alleinerziehende Mutter und kann es kaum erwarten, in den Ring zu treten. Denn ihr Kind wartet auf sie im Auto auf dem Parkplatz. Und es ist sehr heiß. Sie hat früher in einem Möbelhaus gearbeitet und steht heute bei uns auf der Bühne. Man könnte auch sagen, vom Möbelgeschäft zum Vermöbelgeschäft. Bühne frei und let's roast für Ivanka und Miriam Sonanini. Wow, endlich mal zwei Ladies. Ich bin ja ein Riesenfan von Damenrunden, also auf der Bühne. Ansonsten gilt für euch der gleiche Regelsatz wie für alle anderen auch. Bitte nur selbstgeschriebene Gags auf dieser Bühne. Bitte nicht schubsen, fassen, hauen oder anstoßen. Und wir gehen am Ende in Liebe wieder runter, okay? Wer darf denn anfangen? Ivanka. Are you ready to battle? Let's roll! Miriams Eltern waren sehr fortschrittlich in ihrer Erziehung. Sie haben sie genderneutral erzogen. Sie kann weder kochen noch parken, noch ist sie irgendeinem Geschlecht zuzuordnen.
Sie hat wegen eines kleinen Unfalls eine schiefe Hüfte und wegen der kaputten DNA ein schiefes Gesicht. Das ist richtig tief anfangen. Aber gleich. Miriams Hüfte ist so schief, sie ist die einzige Person, die ich kenne, die beim Limbo gleichzeitig unter und neben der Stange gehen kann. Hey, hey, hey. Ivanka hat eine Figur wie ein Model. Wenn ich so eine beschissene Köchin wäre, wäre ich auch so gärtenschlank. Ich habe mal eine Portion Samosas von ihr bekommen. Die waren so schlecht, die sind als Hassverbrechen gegen das indische Volk eingestuft worden. Geil! Hassverbrechen! Ivanka hat sich die Lippen aufspritzen lassen, um von ihrem Überbiss abzulenken. Auslöser war dafür, dass ihr Ex während dem Oralsex ihr den Spitznamen Spargelschäler gegeben hat. Man spürt den Hass. Alter, da geht's ab. Ivanka liebt teure, glänzende Sachen. Teure Sachen, weil sie meint, so merken die Leute nicht, wie wertlos das ist. Und weil sie glänzende Sachen so sehr mag, hat auch ihr Ex-Ehe immer die Fresse poliert. Alter, was ist das hier? Was ist das hier? Du fieses kleines Miststück. Miriam arbeitet im IKEA in der Abteilung Kochen und Essen. Ihre Witze sind genauso wie das Essen dort. Billig, schwer zu verdauen und mit fragwürdigem Inhalt. Miriams Witze sind genauso wie die Möbel im IKEA. Schlechte Qualität, niedrige Lebensdauer. Aber Miriam gehört mittlerweile auch schon zum Inventar im IKEA. Sie ist dort einfach die unterste Schublade. Ivanka, du darfst einmal sehr gerne in meiner Abteilung vorbeischauen. Wir haben sehr tolles Geschirr und du hast offenbar nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ivanka hat Bürokauffrau studiert. Doch. Ja, sowas kann man studieren. Dort hat sie einen prägenden Eindruck hinterlassen. Mit ihrem Arsch auf dem Kopierer. Miriam hat mit 21 ihre Jungfräulichkeit in einem Lieferwagen verloren. Die meisten Frauen, die das erleben, werden früher oder später in einem Waldstück aufgefunden. Aber der Wald wollte Miriam nicht. Mit 21 die Jungfräulichkeit in einem Lieferwagen verlieren, was nach Porno klingt, hat einen Paketboten schwer traumatisiert. Miriams längste Beziehung ging 6 Monate. Aber irgendwann fällt es auf, wenn du deinen Arbeitskollegen im Lieferwagen gefangen hältst. Stimmt, aber ich habe jetzt sehr viel dazugelernt und gehe jetzt sehr viel professioneller vor. Ivanka gibt wirklich alles für Comedy, auch ihr letztes Geld. Sie hat ihr ganzes Erspartes ausgegeben, um hierher zu kommen. Das ist ihr Banker. Das wäre eigentlich der Notgroschen gewesen, den sie für die nächste Abtreibung auf die Seite getan hat. Ivanka schreibt auch Kindermärchen. Ihr letztes Buch heißt Bob der Zuhälter. Es soll ihrem Sohn zeigen, was realistische Lebensziele sind.
und wie die Mama die Rechnungen bezahlt. Aber Ivanka mag auch es sonst ziemlich oft Märchen zu erzählen. Sie erzählt jeden Abend ihrem Sohn, Papa kommt irgendwann zurück. Okay, ich kann dem Jungen ja nicht erzählen, dass die Oma der Mama geholfen hat, dass der Papa für immer schläft. Miriam leidet total unter dem Jojo-Effekt. Sie wechselt aber immer zwischen fett und sehr fett. Es war mega schwierig, Infos über Miriam herauszufinden. Sie hat sie alle verschluckt. Aber ich habe herausgefunden, die Miriam, die tanzt in ihrer Freizeit auch Burlesque. Und das muss wahnsinnig anstrengend sein. Und ein Riesendruck, Miriam, für deine Schuhe. Die Kinder in Bangladesch, die haben angefangen zu streiken. Denn die wissen, was Misshandlung ist. Ja, deswegen habe ich die Kackbratzen auch gefressen. Ivanka hat ihre Wurzeln in Kroatien. Kroatien ist sonnig, warm und liegt an der Adria. Ivanka ist Single, geschieden und das liegt an Ivanka. Ja, wir sind beide Single, aber Ivanka gibt damit an, dass sie ihre Männer verlassen hat. Damit anzugeben, dass deine Männer nicht davongerannt sind, wenn sie in Wirklichkeit im Gefängnis saßen, finde ich ziemlich daneben, Ivanka. Miriam, deine Fantasie. Miriam liebt Fantasie. Miriam ist ein Nerd. Sie liebt Science-Fiction und Fantasy. Fantasy ist eine Welt, in der sie Freunde, Familie und Sex hat. Und auch sexuell geht die Fantasie mit ihr durch. Sie hat Trichophilie, die Vorliebe für Haare. In einem Paralleluniversum treibt sie es regelmäßig mit Chewbacca und bevölkert das Universum mit ihren Ewok-Sprösslingen. Nur noch schnell. Chewbacca ist ein Wookie und kein Ewok, du Noob. Ich liebe es immer wieder, auf Ivanka zu treffen bei den Comedy-Events. Eine Comedian, die zur selben Zeit wie ich angefangen hat mit Comedy, aber die tatsächlich noch weniger erreicht hat. Da sieht man es wieder. Hochschlafen bringt es auch nicht immer. Leute, die Ivanka zum ersten Mal sehen, beschreiben sie oft als grenzdebile Barbie. Was ziemlich gemein ist. Ich meine, es ist wahr, aber ziemlich gemein. Ivanka hat auch einmal alle Haare verloren. Das lag zwar nur an zu viel Bleiche und nicht, wie alle gehofft haben, an Krebs. Alter! Hey, shit! Nee. Nach zwei solchen Haubitzen bringe ich hier nicht noch einen billigen Gag. Nee. Nur so viel, und das meine ich wirklich ernst, die Zukunft sollte weiblich sein. Wie sieht die Jury das denn? Edel, was sagst du? Also ich muss sagen, ich bin erstaunt. Das böse Frauending, das läuft, muss man sagen. Also ihr habt euch echt nichts geschenkt. Beide wart ihr sehr schlagfertig, was ich auch sehr interessant fand. Ihr konntet aufeinander reagieren. Allerdings muss ich sagen, also nach Wald will sie auch nicht. Habe ich nicht mehr viel gehört, weil das ist so hängen geblieben bei mir. Ist wirklich ein fantastisch grausames Bild gewesen. An Grausamkeit, finde ich, haben sie sich wirklich nichts genommen. Wir haben hier gesessen, waren so, dein Ernst, das geht? Ja. Insofern, mein Punkt heute Abend geht an Ivanka. Ivanka, ein Pünktchen. Hä,
Herr Frei. Ich fand das Battle so heftig, ich habe mich selbst erniedrigt gefühlt. Ich werde gleich duschen gehen und oh, es war so schlimm. Meine Stimme geht an Miriam. Ein Pünktchen für Miriam. 1:1 soweit. Ich fand es wirklich unfassbar witzig und sensationell. Ivanka, du hast eine tolle Aussprache. So schön betont, deine Stimme ist so schön. Das ist so, ich fühlte mich, als ob ich vom Wetterbericht beleidigt werde. Ja, also wirklich toll. Miriam, ich finde das korrekt, dass klargestellt wird, was Chewbacca wirklich ist. Ja, Chewbacca wird in der Gesellschaft unterdrückt. Ja. Das muss auch mal klargestellt werden. Ich weiß nicht, warum ich das gerade sage. Nichts ist wichtig. Aber mein Punkt geht an Ivanka. Und damit gewinnt Ivanka das Rose Battle. Dürft euch natürlich erst gemeinsam umarmen. Das wird gute Verliererin, die Miriam. Und ich darf noch einmal deinen Arm nach oben reißen fürs Publikum. Dankeschön, meine Lieben. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommen zwei Männer, die beide DJs sind, es aber trotzdem auf keine Gästeliste schaffen. Mal sehen, wer heute besser aufgelegt ist. Er klingt nach einer wunderschönen Insel, aber sieht aus wie ein billiger Cluburlaub. Wer ein Open Mic in Stuttgart moderiert, dem kann gar nichts mehr wehtun. Er sieht aus wie der uneheliche Sohn von Rudi Völler und Atze Schröder, der Schnauzbart mit der großen Klappe. Drop the Beat für Moritz Schädler und Serdar Karabük. Wer darf denn anfangen? Ich heiße Max, deswegen Moritz. Geil! Are you ready for battle? Bitches, let's roll! Ja, Saletti Spaghetti zusammen. Es ist mir eine äußerst große Ehre, den Sohn von Jack Black und den Fusseln in meinem Bauchnabel zu roasten. Schaust echt aus wie ein Fussel. Wenn der Kollege an einem Abfluss vorbeiläuft, dann verstopft er automatisch. Nee, ganz ehrlich, Sarah ist so haarig, er wird von den Mitgliedern von Hare Krishna angebetet. Hare, 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 Sarah, Sarah, Hare. Ich habe ihn vorher nackt gesehen. Also der wollte das so in der Garderobe, keine Ahnung. Und Sarah schaut nackt aus wie der Fußboden beim Friseur, so am Samstagnachmittag. Schön, dass ich hier sein darf, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe heuer die große Ehre, roasten zu dürfen. Horst Schlemmer mit Asperger-Syndrom. Moritz sieht aus wie ein leidenschaftlicher Pfandflaschensammler, der sich spezialisiert hat auf Tetrapacks. Wenn man mal genauer hinschaut, dann sieht er auch so ein bisschen aus wie ein Bademeister, der nicht in die Nähe vom Kinderbecken darf. Ich sag nur, was ich sehe. Das ist Wahrnehmung. Ja, Serdar Karabük, cooler Name. Besonders Karabük, das klingt so nach Sommer. Urlaub einer guten Zeit. Ich finde, Serdar Bushaltestelle wäre wohl passender. Ganz ehrlich, auch Serdar, so ein komischer Name. Das klingt nicht nach einem Menschen, sondern eher so nach einem Auto, das nicht durch den TÜV kommt. Es kommt nicht mal zum TÜV. Der neue Skoda Serdar für alle, die gerne zu Hause bleiben. Nee, ganz ehrlich. Ja, meine Damen und Herren, wie man sehen kann, Moritz ist in den 80ern hängen geblieben. So sein großes Vorbild ist David Hasselhoff. Denn wie man unschwer erkennen kann, sind beide Alkoholiker. David Hasselhoff redet mit seinem Auto und bekommt auch Antwort. Moritz hat so wenig Persönlichkeit, selbst Alexa ignoriert ihn. Moritz ist so hart in den 80ern hängen geblieben. Ich war letzte Woche mit ihm bei Friday for Future und alle haben so gerufen, there is no planet B, there is no planet B. Und Moritz so, ja Mann! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Ja, Serdar hat einen Comedy-Abend, der heißt Sucuk Comedy. Die türkische Presswurst bist du, aber wer macht dann die Comedy? Also,
Sein aktuelles Programm heißt Ganz großes Kino. Ganz großes Kino ist auch, wenn Serda Sex hat. Es ist wie in einem großen Kino. Es ist wirklich dasselbe. Es kostet zu viel Geld. Der Raum wird maximal zur Hälfte genutzt. Und am Schluss ist einem schlecht. Ja, Moritz kommt ursprünglich aus Liechtenstein, das zweitreichste Land in Europa. Der einzige Grund, warum die nicht auf Platz 1 sind, Moritz. Ein Jahr lang waren die auf Platz 1, genau in dem Jahr hat Moritz Work and Travel gemacht. In Griechenland, seitdem sind die auch am Arsch. Wer muss das ausbaden, Moritz? Wir Deutschen, danke und Mashallah. Also wirklich, so. Wirklich, danke schön, wirklich, danke. Moritz vergleicht sich in seiner Comedy oft mit Jesus. Wir haben auch einiges gemeinsam. Beide haben noch nie eine Dusche betreten. Jesus hat ja bekanntlich Wasser zu Wein gemacht. Moritz bringt ja bekanntlich Frauen zum Wein. Aber man merkt, dass Moritz Comedy religiös ist. Das Publikum betet immer, dass schnell vorbeigeht. Und ganz ehrlich, apropos Jesus, anders als Jesus müsstest du am Kreuz stehen, weil machen wir uns nichts vor, es gibt keinen Dübel, der dich hält. Schaut mich nicht so an, ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert, weil mir ausgerechnet während eurer Show hinten Nagel gerissen ist. Und dann konnte ich nicht aufpassen, weil ich die ganze Zeit da rumschleifen musste. Und wir haben aber Gott sei Dank eine patente Jury. Habt ihr denn aufgepasst? Idel. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Warte. Also. Nein, ihr seid beide ganz zauberhaft. Es hat mir die Dynamik gefehlt, bei beiden. Aber ich fand Serda noch dynamischer als Moritz. Also insofern, mein Punkt geht an Serda. Ein Pünktchen für Serda. Ich fand's großartig, David Hasselhoff, die Mauer muss weg, in einen Rose zu packen. Deswegen ganz klar, meine Punkte gehen in die Südsee, in die Karibik. Ein Pünktchen für Serda. Pünktchen. Also ich fand es tatsächlich ganz knapp. Ich fand Serda aber tatsächlich einen Tacken besser. Deswegen kriegt Serda meinen Punkt. Und damit gewinnt Serda das Rose Battle. Und hier ist der Sexgott der Stunde, Maxi Stettenbauer. Yeah, yeah, yeah. Einschalten. Das war Rose Battle. Danke an die Jury. Danke an das Publikum. Danke an Nina Queer. Danke fürs Einschalten. Und ich mache jetzt mal wieder was, worauf meine Eltern stolz sein können zur Abwechslung. Danke, bis zum nächsten Mal.